Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Bioshock Infinite. Ja, ich musste gerade mal wieder ein wenig vorspielen, deswegen haben wir jetzt auch meine Munition, die habe ich mir gerade mal da eben noch gekauft. Ja, Problem ist nämlich, der hat mal wieder nicht gespeichert, deswegen habe ich jetzt von da aus bis hier vorgespielt, war aber nicht viel. Jetzt sind wir ja letzte Woche schon hier reingegangen, ich weiß gar nicht, ob wir irgendwas gefunden haben oder nicht. Weil die letzte Aufnahmesession ist mittlerweile tatsächlich eine komplette Woche her. Ja. Und in dieser Woche habe ich so ein bisschen was, paar Sachen vergessen. Ja, mal nachgeguckt nochmal, ne? Haben wir nochmal alte Aufnahmen angeguckt, mal geschaut. Who are the Vox Populi? Achso, den kennen wir ja schon, ne? Den überspringe ich jetzt mal. Den haben wir schon gesehen in der letzten Folge. Ich will das jetzt nicht doppelt gucken. Hier, gut aufheben. Ja, die gute Elizabeth, die findet mal wieder jede Menge Münzen. Ist hier sonst noch irgendwas? Also außer Zuckerwatte natürlich. Ein Schloss. Ein Schloss aufzuknacken? Einer muss Schmiere stehen. Ja, ja, hier kommt schon keiner. Bitteschön. Ne, so. Wenn dann erledigen wir sie mal wieder. Aber ich glaube, das hat sich gelohnt. So, einen weiteren Dietrich erhalten. Hier steht wieder eine Tasche. Neuhut, behütetes Leben. Bis kurzzeitig unverwundbar, wenn die Gesundheit durch Snacks oder Gesundheit erlangst. Ja, komm, Ausrüstung nehmen. Auf jeden Fall erstmal. So, jetzt haben wir schon über 1000. Ich glaube, da können wir uns eine schöne Verbesserung demnächst mal verkaufen. Gucken wir nochmal, was der Freund im Angebot hat. Das ist ein Munitionsshop, ne? Magazinsvergrößerung, halt Magazin der Pistole. Schadensboost für den Karabiner. Der ist doch mal nice. Jawohl. 25% der Schaden. Ach du Scheiß, okay. Schadensboost Präzisionsgewehr. Erhöht Schaden Pistole. Panzerfaust. Haben wir schon. Magazinvergrößerung. Ja, haben wir, glaube ich, erstmal für den Karabiner soweit alles. Ja, das hatten wir ja vor, weil wir den Scheiß ja brauchen, um zum Schiff zu kommen. Zum Luftschiff. Deswegen sind wir auch hauptsächlich hier und wir schauen uns natürlich gründlichst um, wenn wir denn schon mal hier sind. Ich meine, das Spiel ist so geil gemacht. Da vorne sehe ich zum Beispiel nämlich schon wieder eine Kiste. Ich habe das Gefühl, dass wir oben auf Feinde stoßen werden. Ich weiß nicht, warum, das Gefühl beschleicht mich nur so heimlich irgendwie. Irgendwie habe ich das Gefühl, dass das Spiel leicht laggen würde, obwohl wir genau 30 FPS konstant haben. Oh, nehmen wir gleich mal mit. Haben wir das nicht eingesammelt? Ist aber ganz schön scheiße. Hören wir uns mal erstmal das Vox Audio an. Gott erschafft alle möglichen Arten Soldaten, aber er schuf nur einen Cornelius Slate. Mein Vater folgte in den San Juan Hill hinauf. Durch die Gesandtschaften in Peking und, wie er sich ausdrückte, sogar durch die Hölle, wenn der Befehl dazu erging. Heute beim Appell fragte Slade mich, ob ich Sergeant Monroes Tochter sei. Ich sagte, ja, Sir, die bin ich. Und Slade sagte, dein Vater wollte immer einen Sohn. Ich hoffe, der Dummkopf weiß, wie viel Glück er hatte. Aha, also mal wieder schön Hintergrundstory hier. Oh, okay, wir können hier in die Haken. Was war das denn jetzt? Holy shit. Alter, was lösen wir denn hier gerade immer aus? Ah, okay, okay, das ist, glaube ich, unser Tonikum. Okay, das war aber nicht so sinnvoll. Mal eben nachladen. Ich glaube, nächstes Mal nehmen wir lieber die Treppe. Also, wir gehen jetzt hier mal wieder raus. Wir müssen ja noch ein bisschen weiter hier durchsuchen. Das sind ja noch ein paar Sachen. Kleine Ecke ist nichts mehr, nee. Alter, wie ich hier mal Schiss habe bei diesem Spiel, dass gleich was um die Ecke kommt. Munition ist immer noch voll.
Hier oben habe ich natürlich wieder einiges erledigt. Da ist nichts drin. Vermutlich müssen wir gleich mit der Station weiter. Hall of Heroes wurde eingestellt. Anscheinend wegen der Sache mit diesem Mann, diesem Slate. Naja, ich schätze, wir können diese Skylines nehmen. Wir müssen nur diese Ladung da wegkriegen. Wer ist dieser Betrüger, dieser Scharlatan? Der Schlangenölschacher. Okay, wir müssen also die Ladung da wegkriegen, das ist eigentlich kein Problem, aber Alter, was ist denn hier? So, jetzt sammeln wir erstmal die Sachen wieder ein, Alter. Ja, ich will mal behaupten, die Soldaten haben ein bisschen über den Durst getrunken. Ich komme sofort. Ich suche mir hier nur noch ein paar Sachen für, um die Gesundheit aufzubessern. So, da bin ich schon. Hier gibt's nichts. Einen toten Polizisten. Ein paar Silver-Igel. Ja? Da, eine Chiffre. Eine Geheimbotschaft der Vox Populi. Du bist doch die Obercode-Knackerin. Was heißt das? Keine Ahnung. Hier müsste irgendwo ein Codebuch sein. Optional finde die Chiffre. Okay. Wo sollen wir dieses Codebuch denn finden, liebe Eleanor? Den Müll durchwühlen bringt es scheinbar nicht. Lecker, die ganzen Wanzen, die hier rumrennen. Ach Mensch. So ein Badezimmer will man doch auch. So, hier müsste doch irgendwo das Buch rumliegen, verdammt. Wo liegt es denn wohl? Vielleicht hier hinten in der Küche? Auf jeden Fall erstmal ein Vuxophon. Wir erhielten einen Tipp, dass im Fellow Traveler geschmuggelte Waffen versteckt werden. Wir haben nichts gefunden, aber komisch. Zu den Budendielen stießen wir auf ein paar alte Uniformen aus dem Krieg. Wir rätselten, wie die dorthin kamen, aber... Wer ist da? Sind Sie Slate, hä? Sir! Die Waffen weg! Ah! Hast du das gehört, Comstock? Das war das Geräusch, das du nie gehört hast. So klingt es, wenn ein Soldat stirbt. Komm zur Hall of Heroes. Beweise, dass ich lüge. Na super, das kann ja gleich spaßig werden. So, ich habe jetzt hier kein Buch gefunden, wenn ich ehrlich bin. So, jetzt hat gerade irgendwie meine Tastatur gestreikt. Also ich finde jetzt ehrlich gesagt kein Buch. Ich weiß nicht, ob ich jetzt danach so lange suchen soll. Brauchen wir Geld? Ja, immer doch. Gut. Codebuch, Codebuch, Codebuch. Wo ist denn das Codebuch? Alter, wir waren doch jetzt überall. Nirgendwo sieht es aus, als wäre hier irgendwo ein Codebuch versteckt, verdammt. Naja, egal. So, wir gehen jetzt nur noch in eine Ecke, denn ansonsten haben wir jetzt hier nämlich alles. Zwar dort drüber. Das ist der einzige, wo ich nämlich noch nicht war. Bin ich mal gespannt, ob hier vielleicht noch was ist, aber ich glaube auch nicht. Nee. Doch, da liegt noch was. Ein Salztonikum, was voll ist. Okay. Ja gut, ne, dann würde ich sagen, machen wir jetzt mal freudig weiter. So, ich bin so dämlich. Ich habe vergessen, die Zeit zu stoppen. Na egal, komm. Nehme ich heute einfach mal ein bisschen länger auf. Ist ja auch nicht so schlimm. Eigentlich wollte ich nur 2 Folgen machen. Muss ich mal gucken, wie ich das nachher so gerendert kriege. Dann ist mal weg mit dem Scheiß hier. Das wird absolut fantastisch. Na, Alter. Denkst du, dein gutes Auge könnte vielleicht ein bisschen Munition erspähen? Könnte ich gut gebrauchen, falls es Ärger gibt. Da muss ich rumsuchen, aber ich tue mein Bestes. Wäre hilfreich. So, die Skyline sieht frei aus. Die Strecke ist frei. Okay, das war die falsche Richtung. Würde ich mal so einfach behaupten hier in meinem Leichtsinn. So. Jetzt aber richtige Richtung. Mit Y anvisieren. Okay, ich glaube, wir müssen in die Richtung weiter.
Mal ein bisschen Power auf das Ding. Alter, hier ist keine Sau. Das darf doch nicht wahr sein. Wer ist das? Slate? Den Burschen kenne ich. Scheint sich immer noch gern Feinde zu machen. Ja, scheinbar schon. So viel Leichen wie hier rumliegen, hör mal. Hat der ordentlich aufgeräumt. Würde ich mal behaupten. Ein Voxophon. Erstmal anhören wieder. Veteranen! Ihr habt euer Herzblut für Columbia vergossen. Habt Gliedmaßen und Organe im gottlosen Orient verloren. Comstock hat nichts getan. Und doch, seht nach oben. Wessen Haupt schwebt selbst jetzt über euch? Eine Beleidigung, wie man es auch betrachtet. Wenn der Prophet unsere Vergangenheit in eine grell geschminkte Hure verwandelt, welche neuen Vergewaltigungen bringt uns dann die Zukunft? Ich sage, stehen wir auf und füllen diese Halle mit wahren Helden. Okay, ich habe keine Ahnung, von wo die schießen. Wir, wo ihr alter Freund Slate ist. Besorgen wir uns dieses Schockjockey und dann nichts wie weg. Jagt ihn aus der Deckung! Besser, du stirbst. Alter, das ist so assi, dass ich nicht weiß, von wo die kommen. Alter, was? Da ist doch einer. Ach, da bist du. So, die knipst sich das Licht aus, ne, da oben auch, komm. Ich glaube, wir haben alles. Zumindest hoffe ich das mal. Gesundheitskit holen wir uns doch mal eben. So, Gesundheit ist voll. Hier, gut aufheben. Hier. Jupp, machen wir. Prima. Ich habe den Karabiner ja irgendwie lieben gelernt, weil das echt eine Waffe ist, die wenigstens ordentlich Durchschlagskraft hat, ja? Mit der man mal eben so Leute hier erledigen kann. Man muss vor allem immer nachziehen. So, hier. Was haben wir denn hier für einen schönen Film? Das Wort des Propheten präsentiert. Braucht ihr Leben einen Ruck? Ja, ein Karussell. Versuchen Sie Finn Max Schocks irgendwas. Danke, Mr. Fink. Ende. Ja, wir wollen die Halle betreten, verdammt. So. Menschenskinders, ne? Hall of Heroes.